Bisschen auf die Nerven. Und in diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr als in anderen Jahren. Denn in diesem Jahr hat man hier sowieso als Deutsche permanent das Gefühl, auf der falschen Straßenseite zu fahren. Vor allem dann, wenn es um Edward Snowden und die Berichterstattung des Guardian geht. Und man dann solche Schlagzeilen hier lesen muss wie in der Daily Mail: MI5 Chief Guardian has handed a gift to terrorists. Während in Deutschland offen über Asyl für Edward Snowden diskutiert wird, fordert hier der britische Premier rechtliche Schritte gegen die Zeitung, die sein Material aufbereitet und veröffentlicht. Ich zeige Ihnen das mal. Wir haben eine freie Presse hier, ja, und das ist auch wichtig. Aber in diesem Fall haben wir der Presse versucht zu erklären, wie schädlich ihre Geschichten sind. Und deshalb hat der Guardian ja auch seine Festplatten auf unsere Bitte hin zerstört. Jetzt machen sie leider weiter damit. Und so wenig ich gerichtliche Schritte einleiten möchte, so sehr appelliere ich noch einmal an den Guardian, Verantwortung zu zeigen. Aber wenn das nicht passiert, muss ich handeln. In einem Land, in dem die Pressefreiheit nirgendwo gesetzlich festgeschrieben ist, ist so etwas möglich. Genau deshalb ist das aber auch besonders gefährlich. Warum David Cameron aber sich so klar an die Seite seiner Geheimdienste stellt, während zum Beispiel die USA schon längst sachte den Rückwärtsgang einlegen, darüber habe ich mit Simon Jenkins gesprochen, einem der Edelfedern des Guardian, der Zeitung, um die es jetzt geht in diesem Streit, und zwar direkt hier um die Ecke in Kensington bei ihm zu Hause. Ich denke, das hat kulturelle Gründe. Es gibt hier noch so eine altmodische Loyalität zu den Geheimdiensten, eine seltsame Unterwürfigkeit der Macht gegenüber. Cameron hat keinen Respekt vor der Idee der Pressefreiheit. Er ist ein altmodischer Tory. Er mag Soldaten und den Geheimdienst. Er ist ziemlich jung und lässt sich blenden von diesen Leuten und ihrer Macht. Brauchen Sie nicht doch eine Verfassung, in der die Pressefreiheit wirklich festgeschrieben ist? Ich habe immer gedacht, nein. Aber jetzt denke ich, wir müssen das gesetzlich verankern irgendwie. Denn diese Regierung verhält sich zunehmend autoritär. Ein Mann, der seine Meinung geändert hat, aus gutem Grund. In dieser Atmosphäre war es nun besonders spannend, dass am Donnerstag alle drei britischen Geheimdienstchefs das erste Mal in der britischen Geschichte sich vor ein parlamentarisches Kontrollgremium begeben mussten, sichtlich gereizt von den Enthüllungen Snowdens. So nahmen sie da Platz vor durchaus skeptischen Parlamentariern. Wo wir jetzt öffentlich über die Grenzen dessen, was Sie tun sollten, debattieren, ist das eine Debatte, an der Sie wirklich teilnehmen wollen? Genau da aber zierten sich alle drei von Anfang an. Ich werde den ohnehin angerichteten Schaden nicht vergrößern, indem ich hier öffentlich Details preisgebe. Weniger zurückhaltend waren sie, als es darum ging, Snowden und die Journalisten anzugreifen, die ihn unterstützen. Ich sage es noch einmal. Durch diese Enthüllung sind unsere Gegner gewarnt worden. Und es ist für uns jetzt sehr viel schwerer, die Informationen zu bekommen, die dieses Land braucht. Fazit: wirklich Neues gab es nicht, aber den Spionen ihrer Majestät dürfte jetzt klar sein, dass sie ab jetzt auch selbst genauer beobachtet werden. Apropos, ob die gute alte Queen sich wohl noch einmal so einfach mit James Bond in den Helikopter setzen würde, wie letztes Jahr bei Olympia, keine Ahnung. Wir